Moin, liebe Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Wer meine Aktivitäten auf diesem Kanal regelmäßig verfolgt, ist bestimmt schon über die Filme zum Thema Signalsysteme gestolpert. Darin geht es zum einen um die nur auf der Strecke Augsburg-Donauwörth anzutreffenden SK-Signale, zum anderen um die in der Ex-DDR verbreiteten HL-Signale. In beiden Videos stelle ich die SK- und HL-Begriffe den Signalbildern des HV-Systems gegenüber. Und daher wird es höchste Zeit, eben diesem HV-System, das manche als die klassischen Bundesbahnsignale betrachten, eine eigene Dokumentation zu widmen. Zunächst werde ich die Signalbegriffe erläutern, anschließend die historische Entwicklung beleuchten und zu guter Letzt die eine oder andere Besonderheit präsentieren. Wir haben auch gar keine Zeit zu verlieren und starten sofort durch. HV steht für H wie Hauptsignal und V wie Vorsignal. Hauptsignale sagen dem Triebfahrzeugführer, ob und wie schnell der folgende Gleisabschnitt befahren werden darf. Vorsignale stehen im Bremswegabstand vor dem Hauptsignal und kündigen dessen zu erwartende Stellung an. Verwendet werden sowohl Form- als auch Lichtsignale mit identischer Bedeutung. Die Bilder der Lichtsignale entsprechen den Nachtzeichen der Formsignale. HV kennt drei Hauptsignalbegriffe. Halt, HP0, ein rotes Licht oder ein waagerecht liegender, nach rechts weisender Signalflügel. Fahrt, HP1, ein grünes Licht oder ein schräg nach rechts oben zeigender Flügel. Langsamfahrt, HP2, ein grünes Licht, darunter ein gelbes Licht oder zwei schräg himmelwärts gerichtete Flügel. Halt meint bis hierher und nicht weiter und Fahrt heißt Höchstgeschwindigkeit gemäß Fahrplan. Je nachdem, welches Tempo infrastrukturseitig zulässig ist und wie schnell ein Zug bauartbedingt dahinsausen darf. Langsamfahrt bedeutet grundsätzlich 40 km/h, wobei das Wörtchen grundsätzlich erahnen lässt, dass es Abweichungen nach oben und unten gibt. Zum einen können im Fahrplan derartige Hinweise auftauchen. Einfahrt in den Bahnhof mit 50, Ausfahrt mit 60 km/h. Zum anderen können Hauptsignale mit Geschwindigkeitsanzeigern ZS3 ausgestattet sein, wobei die mit 10 multiplizierte Kennzahl das erlaubte Tempo angibt. Fahrten in Stumpfgleise erfolgen mit 30, in halbe Gleise, also beim Vereinigen von Zügen oder der Mehrfachbelegung eines Bahnsteiggleises, mit 20 km/h. Hier eines der seltenen mechanischen ZS3. Als Lichtsignal sind sie ungleich häufiger anzutreffen. Geschwindigkeitsanzeiger können auch mit HP1 aufleuchten. Von Kennzahl 7 bis 15 ist hier alles möglich. Die durch HP2 bzw. HP1 mit ZS3 vorgegebene Beschränkung gilt bei Einfahr- und Zwischensignalen bis zum nächsten Hauptsignal, bei Ausfahr- sowie Blocksignalen von Überleit- und Abzweigstellen bis zum Ende des anschließenden Weichenbereichs. Unter gewissen Umständen werden Hauptsignale für bestimmte Fahrwege nicht benötigt. Sie sind dann betrieblich abgeschaltet und zeigen ein weißes Kennlicht. Denn an einem komplett dunklen und daher als erloschen zu wertenden Hauptsignal darf nicht vorbeigefahren werden. Einige Hauptsignale dienen bloß als Zielsignal für endende Züge und haben weder Fahrt noch Langsamfahrt im Angebot. Eine Sonderbauform sind niedrige Hauptsignale für das Fahren auf dem Gegengleis mit Signal ZS8, deren Repertoire sich auf HP0, Ersatzsignal ZS1 und eben das Gegengleisfahrtersatzsignal ZS8 beschränkt. Formvorsignale des HV-Systems präsentieren bei Halterwarten, VR0, ein senkrecht stehendes Spiegelei, das sich beim Wechsel zu Fahrterwarten, VR1, um seine horizontale Achse dreht und quasi unsichtbar wird. Soll auch Langsamfahrterwarten, VR2, angekündigt werden, muss ein Zusatzflügel her, der bei Bedarf schräg nach rechts unten weist. Lichtvorsignale zeigen zwei von links nach rechts steigende Lichter. Zweimal gelb für Halt erwarten, zweimal grün für Fahrt erwarten und grün-gelb für Langsamfahrt erwarten. Gegebenenfalls ergänzt durch einen Geschwindigkeitsvoranzeiger ZS3V. Einzeln stehende Vorsignale im Reichsbahnreich begnügen sich bei VR 0 und 1 mit einem Licht,
Bei VR2 tauschen Grün und Gelb ihre Positionen. Bei unübersichtlichen Situationen, etwa in Bögen, die den Blick auf ein Hauptsignal oder dessen Zuordnung zu einem Gleis erschweren, können Vorsignalwiederholer aufgestellt sein, zu enttarnen an dem weißen Zusatzlicht und der fehlenden Vorsignaltafel. Stehen Vorsignale im verkürzten Bremsweg zum Hauptsignal, verpasst man ihnen ebenfalls ein Zusatzlicht und eine Vorsignaltafel. Spannend wird es, wenn Haupt- und Vorsignale zusammentreffen. SK- und HL-Signale sowie das auf dem Vormarsch befindliche KS-System, das ich in einem separaten Film beleuchten werde, verquicken die Begriffe von Haupt- und Vorsignal auf unterschiedliche Art und Weise, wobei zumindest SK und KS stets nur einen Lichtpunkt brauchen. Bei HV hingegen bleibt die strikte Trennung zwischen Haupt- und Vorsignal auch rein optisch erhalten. Hauptsignal oben, Vorsignal unten. Bei Haltstellung des Hauptsignals ist das Vorsignal dunkel. Ansonsten sind alle Kombinationen der oben beschriebenen Signalbilder möglich. Zeigt das Hauptsignal einen Fahrtbegriff, erscheinen also immer 3 bis 4 Lichtpunkte. Abgesehen von den seltenen Fällen, in denen das Vorsignal für den eingestellten Fahrweg nicht benötigt wird und dunkel bleibt. Und das war eigentlich alles, was man für den Hausgebrauch über HV-Signale wissen muss. Wer noch etwas über deren Historie erfahren möchte, kann dranbleiben und mit mir in die Vergangenheit reisen. Wir müssen nicht bis 1835 zurückspringen, als der Adler erstmalig von Nürnberg nach Fürth dampfte. Es reicht, uns ins Jahr 1875 zu versetzen, als die Signalordnung für die Eisenbahnen Deutschlands Premiere feierte, wobei erwähnt sei, dass damals eine Vielzahl staatlicher und privater Bahngesellschaften existierte. Aus den zur Nachrichtenübermittlung genutzten optischen Telegraphen hatten sich Apparate entwickelt, die den bis heute gebräuchlichen Formsignalen im Großen und Ganzen schon recht nahe kamen. Die um 1880 auftauchenden 2, wenig später sogar 3-flügeligen Hauptsignale dienten allerdings, anders als in der Gegenwart, nicht der Geschwindigkeits-, sondern der Wegesignalisierung. Ein gehobener Flügel bedeutete gemäß der Signalordnung von 1893 Fahrt frei für das durchgehende Gleis. 2 Flügel Fahrt frei für ein abzweigendes Gleis. 3 Flügel Fahrt frei für ein anderes abzweigendes Gleis, ohne dass damit ein zulässiges Tempo vorgegeben worden wäre. Ein rotes oder bis zu 3 grüne Lichter fungierten als Nachtzeichen. Die erstmals 1873 installierten Vorsignale zeigten ein weißes Lämpchen für Fahrt erwarten und seltsamerweise grün für Halt erwarten. Erst ab 1910 verbreiteten sich ursprünglich aus Sachsen stammende Vorsignale mit 2 Lichtern deutschlandweit, wobei die Farbe Gelb Einzug ins Signalbuch hielt. Ein wichtiges Jahr in der HV-Historie war 1930, als der Wechsel von der Wege- zur Geschwindigkeitssignalisierung erfolgte. Ein gehobener Flügel bzw. ein grünes Licht bedeuteten fortan Fahrt frei ohne Geschwindigkeitsbeschränkung. 2 Flügel, respektive 2 grüne Lichter, Fahrt frei mit Geschwindigkeitsbeschränkung auf 40 km/h oder auf eine durch besondere Anordnung festgesetzte Geschwindigkeit. Auch die Vorsignale erlangten zunehmende Bedeutung, denn um den sperrigen neuen Hauptsignalbegriff ankündigen zu können, brauchte es ein weiteres Signalbild. Bis dahin unterschieden Vorsignale nämlich nicht zwischen einem, 2 oder 3 gehobenen Flügeln am Hauptsignal. Ab 1933 wurden 3-begriffige Vorsignale aufgestellt, die neben der klappbaren Scheibe einen drehbaren Flügel erhielten. Das, was wir heute Langsamfahrt erwarten nennen, wurde mit 2 gelben und einem grünen Licht dargestellt. Mit Umsetzung der neuen Signalordnung 1935 erschienen auch die scheinbar zeitlosen Bezeichnungen HP0, 1, 2 und 3, wobei letzteres für 3 nach oben gereckte Ärmchen stand und eigentlich schon bei seiner Einführung bedeutungslos war. Die Vorsignalbilder wurden nach Exemplaren mit und ohne Zusatzflügel unterschieden. VZ1, 2 und 3 bzw. VO 1 und 2. Gleichzeitig zog das Ersatzsignal, das den zur Vorbeifahrt am Halt zeigenden Hauptsignal erforderlichen schriftlichen Befehl ersetzt, ins Signalbuch ein, damals noch unter dem Kürzel VE5.
In die 30er Jahre fällt auch die Entwicklung der ersten Lichtsignale für Fernbahnen, mit denen zunächst Strecken in Schlesien, später auch Duisburg-Düsseldorf und Halle-Leipzig ausgestattet wurden. Übrigens bedient von mechanischen oder elektromechanischen Stellwerken, denn Relaisstellwerke gab es noch nicht. Zur Anwendung gelangten die Nachtzeichen der Formsignale. Lediglich für die Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung war abweichend ein gelbes Blinklicht vorgesehen. Später wurde hierfür das von den Formsignalen bekannte Grün-Grün genutzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gingen nicht nur die Eisenbahnen in West und Ost getrennte Wege. Noch vor Gründung der Bundesbahn nahm 1948 in Düsseldorf das erste Relaisstellwerk Deutschlands den Betrieb auf. In diesem Zusammenhang wurden die Vorkriegslichtsignale modifiziert und erhielten ein Outfit, das die damals diskutierten, jedoch verworfenen neuen Signalsysteme berücksichtigte, die unter anderem blinkende Lampen und die Farbe Blau zum Rangieren beinhaltet hätten. Wesentliche Änderungen jener bewegten Zeit waren der Wechsel von Grün-Grün zu Grün-Gelb für Langsamfahrt 1948 und der Wegfall des dritten Lichtpunkts bei Langsamfahrt erwarten 1949. Seitdem sehen die HV-Signalbilder im Wesentlichen so aus, wie wir sie kennen und lieben. Die ersten Nachkriegslichtsignale wiesen getrennte Schirme für Haupt- und die zum Rangieren erforderlichen Sperrsignale auf. Erst 1951 wurden die fortan für Zwischen- und Ausfahrsignale verwendeten und durch ihr Doppelrot charakterisierten Hauptsperrsignale aufgestellt, damals unter der Bezeichnung Grundsignal. Zweimal Rot für Zug- und Rangierhalt, seinerzeit noch GR0, später HP00. Sowie einmal Rot plus zwei Helle für Zughalt, Rangierverbot aufgehoben. Zunächst GR1, im ab 1959 gültigen Signalbuch HP0 plus SH1. Seit jenem Jahr heißt HP1 auch nur noch Fahrt, ohne frei, und HP2 endlich, ganz offiziell Langsamfahrt. Die Kurzbezeichnungen der Vorsignalbilder wurden zu VR0, 1 und 2 zusammengefasst. Die ab 1951 aufgestellten Lichtsignale verrieten durch die Anordnung der Lichtpunkte ihren Verwendungszweck. Bei Selbstblocksignalen saß das Grün rechts unten, bei Einfahrsignalen rechts oben, bei Zwischen- und Ausfahrsignalen mittig oben. Sie wurden bei einigen elektromechanischen sowie allen Relaisstellwerken installiert. Ab 1963 erhielten zunächst neue Siemens-Spurplanstellwerke, ab ca. 1970 so gut wie alle in Betrieb gehenden Stellwerke modifizierte Signalschirme der Einheitsbauform. Geringfügig anders geschnitten, Grün- und Gelblampen der Zwischen- und Ausfahrsignale linksbündig ausgerichtet und mit längeren Schuten über den Optiken mit veränderten Streuscheiben. Auch die Masten samt Arbeitsbühne wurden angepasst. Hier zwei Haupt- und Vorsignale im Vergleich. Links neu, rechts alt. Bis 1972 entwickelte die Bundesbahn speziell für Nebenbahnen vereinfachte Lichtsignale, die nur HP 0 bis 2, jedoch keinen Rangierauftrag und kein Ersatzsignal zeigen konnten. Im Vorgriff auf die Inbetriebnahme der Neubaustrecken Hannover-Würzburg und Mannheim-Stuttgart präsentierte die Bundesbahn 1984 ein neues HV-Erscheinungsbild, die Kompaktsignale. Die auffälligste Änderung betrifft die Vorsignale, die seitdem rechteckig daherkommen. Bei Hauptsignalen sind Ersatz- oder Vorsichtssignal in den Schirm integriert und alle Lichtpunkte, unabhängig von der Funktion als Block, Einfahr-, Zwischen- oder Ausfahrsignal, immer an derselben Stelle angeordnet. Kompaktsignale wurden zunächst nur auf den genannten Schnellfahrstrecken verbaut. Auch ab 1990 errichtete elektronische Stellwerke erhielten sie, bis das neue gesamtdeutsche KS-System für Neubauten vorgeschrieben wurde. Bingen am Rhein bekam nach 1996 HV, Hannover Hauptbahnhof im selben Jahr bereits KS-Signale. Doch selbst wenn HV schon seit einem Vierteljahrhundert aus der Mode geraten ist, gibt es gelegentlich das eine oder andere neue Exemplar zu bestaunen. Beim altersbedingten Ersatz einzelner Signale oder im Rahmen von Bahnhofsumbauten, bei denen die vorhandene Stellwerkstechnik weiterverwendet wird, werden neben Kompaktsignalen bisweilen auch solche der Einheitsbauform aufgestellt. Dabei können sich Situationen wie hier in Koblenz ergeben, in denen ein Uralthauptsignal einträchtig mit einem Kompaktvorsignal zusammensteht.
Sehr selten findet man auch eine Kombination aus Form Haupt- und Lichtvorsignal, wie hier in Dillenburg. Die Karriere der HV-Signale bei der Deutschen Reichsbahn, der DDR, lässt sich vergleichsweise schnell abhandeln. Das Grün-Grün für Langsamfahrt und die drei Lichter am Vorsignal hielten sich bis 1953. Zu jener Zeit war auch die DR mit dem Entwurf neuer Lichtsignale beschäftigt, die zunächst die Nachtzeichen der Formsignale übernahmen und den frühen Kreationen der DB durchaus ähneln. Im Gegensatz zur Bundesbahn trieb die Reichsbahn jedoch die Entwicklung innovativer Signalsysteme entschlossen voran, was Anfang der 1960er Jahre in der Einführung der HL-Signale gipfelte. Ab 1959 unterschied das Reichsbahn-Signalbuch zwischen HF 0 bis 2 und HL 100 bis 102, wobei HF für Hauptformsignale und HL für Hauptlichtsignale stand. Seitdem zeigten Vorsignale in der DDR nur noch einen Lichtpunkt, sofern sie nicht am Hauptsignal platziert waren oder Langsamfahrt erwarten ankündigen mussten. Mit Einführung des HL-Systems 1962 zogen die Begriffe HL 1 bis 13 ins Signalbuch ein, während HL 100 bis 102 als künftig wegfallend auf dem Abstellgleis landeten, ohne bis zum Ende der Reichsbahn auszusterben. Im Zuge der deutsch-deutschen Harmonisierung feierten HP 0, 1 und 2 im Osten ihre Wiederauferstehung, derweil HF 0 bis 2 ebenso verschwanden wie das HP 00 der Bundesbahn. Dennoch unterscheidet das Signalbuch bis heute zwischen Ost und West. Und selbst im Jahr 27 der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft ist die Wiedervereinigung im Signalwesen noch nicht überall erfolgt. Zum Schluss möchte ich ein paar HV-Schmankerl präsentieren, denn es gibt nichts, was es nicht gibt. Geschwindigkeitsanzeiger mit Kennzahl 4, wie hier in Hamburg-Eidelstedt, sind eigentlich unnötig und entsprechend rar, weil HP2 ohne Zusatz immer 40 km/h bedeutet. Eine Kölner Spezialität waren Haupt- und Vorsignale mit vereinigtem Signalschirm. Dieses Exemplar zwischen Köln Hauptbahnhof und West dürfte der letzte Mohikaner sein. Die Mini-Hauptsignale für Gegengleisfahrten mit ZS8 habe ich euch bereits gezeigt. Hier links noch eines in Form eines scheinbar vollwertigen Hauptsignals in Biesenhofen an der Allgäubahn. Die Osthannoverschen Eisenbahnen schwören bis heute auf getrennte Haupt- und Sperrsignale und verfügen obendrein über einige Hauptsignale mit verkleinertem Schirm. Die Rundumleuchte auf dem rechten, normalen Signal diente früher übrigens als Aufforderung an den Lokführer, sich beim Fahrdienstleiter zu melden. Danke an den Kollegen Holzklotz für diese Info. Auf einigen wenigen Strecken finden sich Hauptsignale im Halbregelabstand, wobei ein HP0 über zwei Blockabschnitte hinweg angekündigt wird. Hier ein Halbregel-Ankündigungssignal in Klein-Gerau, das nur Kennlicht und Fahrt, nicht jedoch Halt zeigen kann. Dieses Ausfahrsignal in Olching wich erheblich von sämtlichen Regelzeichnungen ab, weil es irgendwie zwischen Gleis, Bahnsteigzugang und Überdachung gequetscht werden musste. Und dann wäre da noch dieses Selbstblocksignal zwischen Seelze und Wunstorf. Eigentlich ein stinknormales HV-Blocksignal, jedoch konstruiert aus einem KS-Vorsignalschirm. Ein wahrer Exot. Tja, und am Ende, wie immer, Dank an alle, die mir bis hierher gefolgt sind und vielleicht sogar einen Daumen oder Kommentar hinterlassen. Denn meine Zeit, das Wetter und die Corona-Lage es zulassen, treffen wir uns demnächst auf dem Bahnhof Göttingen. Man sieht sich!